verstehe mich nicht als professioneller Musiker, sondern mein eigentlicher Beruf ist Geigenbauer. Dass ich so viel auch Musik mache, hilft mir dabei zu verstehen, was die Musiker wollen und das Beste aus dem Instrument herauszuholen, damit es für den Musiker inspirierend ist, mit diesem Instrument zu spielen. Also eine Sache, die mich an dem Beruf sehr interessiert, ist, dass der Beruf eigentlich dem Zeitgeist widerspricht. Unsere Aufgabe ist es, Dinge zu erhalten. Das komische Phänomen, was für viele schwer zu begreifen ist, dass Instrumente, die alt sind, oftmals wesentlich wertvoller sind als neue Instrumente. Meine Idee, Geigenbauer zu werden, entstand eigentlich schon, als ich Kind war. Mein Großvater war Geigenbauer und bei uns in der Familie hat am Streichinstrument immer schon eine große Rolle gespielt. Ja, als ich Abitur gemacht habe, zu der Zeit, habe ich noch gedacht, das ist eigentlich fast ein bisschen zu schwer. Ich hatte unheimlichen Respekt vor diesem Beruf, weil mein Großvater irgendwie ein ganz besonderer Mensch war und ich dachte immer, das werde ich so ohne weiteres nicht lernen können. Und dann habe ich einige Straßenmusikreisen gemacht und war viel in Europa unterwegs und habe dann irgendwie plötzlich gewusst, dass ich das einfach probieren will. Mittlerweile spiele ich in einer Jazzband, Cello, und wir heißen Fernambuc. Vielleicht so 6 oder 8 Mal im Jahr spielen wir hier in so kleineren Clubs. Musik ist schon Schwerpunkt, glaube ich, in meinem Leben. Da dreht sich schon sehr viel darum. Nein, aber ich reise sehr gerne und bin auch sonst kulturell interessiert. Gehe ins Theater. Aber irgendwie hat ein Tag auch nur 24 Stunden, auch für einen Geigenbauer. Und das ist sehr viel mehr kann man eigentlich auch nicht schaffen.